Galanti hatte nicht zu viel versprochen und dafür gesorgt, dass ich früher rauskam. 3,5 Jahre früher, um genau zu sein. Joe hatte mich regelmäßig besucht und mir erzählt, was sich draußen so alles abspielte. Aber als ich dann durch das Gefängnistor ging, kam ich mir vor wie in einer anderen Welt. Versieh dich! Vito! Hey, bist du ausgebrochen? Schön, dich in normalen Klamotten zu sehen. Endlich wieder auf der richtigen Seite des Gitters, hä? Willkommen zu Hause. Komm rein, komm rein. Mann, es hat sich viel verändert, während ich weg war. Das kannst du laut sagen. Hey, es ist zwar nichts Besonderes, aber ich habe dir ein nettes kleines Apartment besorgt. Danke. Ich habe eine Überraschung für dich. Heute Abend feiern wir. Ich stell dir einen neuen Freund von mir vor. Ich liebe Überraschungen. Du brauchst ein bisschen Bares, eine kleine Starthilfe. Hier, fürs Erste. Ich habe auch eine Knarre für dich, wenn du eine willst. Ah, hier. Kann man immer brauchen. Was hast du jetzt vor, wenn du wieder ein freier Mann bist? Ist doch klar. Ich will wieder mit dir zusammenarbeiten. Freut mich. Ich hatte schon Angst, dass sie dich da drin bekehrt haben. Nein. Ich habe im Knast eine Menge Kontakte geknüpft und viel gelernt. Inzwischen weiß ich, wie der Hase läuft. Sehr gut. Ich habe nämlich nicht auf der faulen Haut gelegen, während du gesessen hast. Keine Angst. Ich zeig dir, wo was läuft. Wie immer. Worauf warten wir? Ziehen wir los. Du lieber Himmel, seit wann hast du denn Hummeln im Arsch? Ach, scheiß drauf. Komm, gucken wir uns deine Bude an. Wir nehmen meinen Wagen und fahren zu deinem neuen Vermieter. Setz du dich ans Steuer, damit du wieder ein bisschen Übung kriegst. Hoffentlich hast du im Knast das Fahren nicht verlernt. Nee, keine Panik. Das ist wie mit dem Fahrradfahren. Klar, nur dass es kein Vermögen kostet, wenn du ein Fahrrad schrottest. Schon gut, ich hab verstanden. Deinem Baby passiert nichts. Das will ich auch schwer hoffen. Ach übrigens, die Autos haben sich ziemlich verändert, seitdem du in Bau gewandert bist. Deine neue Bude ist einfach die Straße runter. Sie wird dir gefallen. Schön, dass du wieder da bist. Ist nicht schlecht gelaufen, als du im Knast warst. Aber jetzt, wo wir wieder zusammen sind, kann uns nichts mehr aufhalten. Henry mal gesehen? Nein, schon ein paar Jahre nicht. Er hat sich ziemlich beschissen gefühlt wegen der Geschichte. Was hast du denn so getrieben? Wir konnten ja nicht offen reden, wenn du mich besucht hast. Tja, nach der Scheiße, die Clementi und dieses Arschloch Luca mit uns abgezogen haben, bin ich zur Falcone-Familie und habe für sie gearbeitet. Echt? Ja, wart mal den Abend ab. Wie gesagt, ich habe eine Überraschung für dich. Brauchst nicht zu fragen, ich verrat's dir sowieso nicht. Oh Mann. Entspann dich. Ich habe das wochenlang geplant. Das ist es ja gerade. Hast du nicht gesehen, dass rot war? Okay, hier ist es. Park irgendwo. Sieh dir die Bude an. Sie liegt im obersten Stock. Die erste Monatsmiete habe ich schon für dich bezahlt. Ach ja, der Eingang zu deiner Garage liegt in der Seitenstraße da. Danke, Joe. Echt nett von dir. Hey, übrigens der Schuppen, wo wir heute Abend hingehen. Erste Sahne. Genau meine Kragenweite.
Okay, da wären wir. Ich bin sicher, dass Sie sich hier wohlfühlen werden. Ich wohne in einem ähnlichen Apartment. Wie Sie sehen, hat es sogar Telefon. Und das ohne Aufpreis. Und hier ist das Bad. Sauber und modern und so viel heißes Wasser, wie man will. Und hier ist das Schlafzimmer. Komplett mit Bett. Groß genug für zwei. Auch für drei. Und es quietscht nicht. In meinen Augen immer ein Plus. Sie werden viel Freude mit Ihrem neuen Apartment haben, Sir. Falls Sie Fragen haben, nur keine Hemmungen. Nur eine. Wann gehen Sie endlich? Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich muss noch zu einem anderen Interessenten. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Hoffentlich kommt der Interessent bald. Ich habe heute viel zu tun. Der Wohnungsmarkt boomt. Mein Gott, ich dachte schon, du kommst nicht. Feines Stöffchen steht dir. Danke. Also, was läuft heute Abend? Wart's ab. Ein Freund von mir kommt gleich vorbei.
Ich habe ihn kennengelernt, während du deinen kleinen Urlaub genommen hast. Führ dich anständig auf. Er ist nämlich ein wichtiger Typ. Ach ja? Er muss gleich hier sein. Wer sagt's denn? Hey, Joe! Hey, Eddie, hier wie läuft's denn so? Na bestens, kann mich nicht beklagen. Ist das dein Kumpel? Ja, das ist Vito. Vito, das ist ein Freund von mir, Eddie Scarpa. Freut mich, Eddie. Ganz meinerseits. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin am Verdursten. Gehen wir. Hey, Vito, fährst du? Ich habe ein bisschen was getrunken. Und? Hast du ihm schon gesagt, was wir vorhaben? Nein, er weiß nur, dass es eine Überraschung ist. Sie wird ihm gefallen. Das hoffe ich doch schwer. Aber wer weiß, vielleicht haben sie ihn ja im Knast umgepult. Hey, was quatscht ihr denn da? Keine Panik. Wart's ab. Na komm, Joe, lass die Katze aus dem Sack. Hey, der stirbt ja fast vor Neugier. Wir sagen's ihm im Auto. Okay, fahr los, Vito. Vielleicht sagst du mir endlich, wohin. Richtung Oyster Bay. Also, was hat dir im Bau am meisten gefehlt, Vito? Freiheit. Ja, und was noch? Ja, Hulk, Weiber, Baseball, einfach alles. Ja, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Fahren wir zu einem Baseballspiel? Nein, wir gehen in den besten Puff der Stadt, Vito. Puff? Ich hätte lieber Baseball-Tickets. Warum ziehst du so ein Gesicht, Vito? Willst du mich nach all den Flautejahren nicht ein bisschen amüsieren? Keine Panik, Vito. Die Mädels dort verstehen ihr Handwerk. Wenn du nicht mehr weißt, wie es geht, bringen sie es dir wieder bei. Das wird ein Heidenspaß. Hab dein Auge auf mich, dass ich mich nicht volllaufen lasse. Ich muss heute noch was erledigen. Noch was außer Vögeln und Saufen? Du weißt, wie das ist. Das Geschäft steht immer an erster Stelle. Na los, Vito, steig in die Eisen. What evil star is mine? That my fate's design should be. After the lights go down low. Also, ich habe mit Leo Galanti über dich geredet, Vito. Er meinte, dass du Mumm in den Knochen hast und er hat mir von der Scheiße erzählt, die Clementi mit euch abziehen wollte. Aber mal unter uns, Vito, warum hast du diese Karriere gewählt? Ich meine, wir haben alle unsere Gründe. Tja. Oh ja. Weil ich. Ich möchte ungern wie mein alter Herr enden und. Oh nein. Ja. Mir hilft keiner, also muss ich mir selbst helfen. Oh, okay. Ja. Okay, jetzt verzieh dich, Baby. Also, hör zu, Vito. Ich arbeite für Carlo Falcone und wir haben vor, unsere Firma zu vergrößern. Joe arbeitet schon eine Weile für uns und da du sein Freund bist, würden wir dir auch gerne einen Job anbieten. Interessiert? Ja, klar bin ich interessiert. Okay, darauf trinken wir. Auf euch, Jungs. Na denn. Und auf eine glänzende gemeinsame Zukunft. Hoch die Tassen. Ich kann heute Abend nicht so viel trinken. Ich hab noch was Geschäftliches vor. Carlo hat was in der Birne. Er interessiert sich für Dings. Du weißt schon, Astrologie. Nein, du meinst Astronomie. Ah, hau ab, du blöder Schwanzwärmer. Verdammt! Ich schneide dir die Ohren, wenn du mich nicht in Ruhe lässt. Tut mir leid, Ladies. Ich muss jetzt leider gehen. Die verdammte Klappe.
Wenn du schon ein Maul benutzen musst, dann... Besser, wir gehen jetzt. Vito! Ja, gehen wir. Hey, steh auf, Joe. Ich verschwinde. Gute Nacht, ihr Nutten. Wo zum Teufel ist mein Auto? Das muss jemand geklaut haben. Hey, ruf die scheiß Bullen. Bist du blind? Du stehst direkt davor. Hä? Ach ja, gut. Wo sind meine Schlüssel? Vito fährt. Er hat am wenigsten Gewäsche. Ja, das nächste Mal, Joe, organisierst du uns mehr Pussys und weniger Sprit. Na, wie hat dir der Laden gefallen, Vito? Ist besser, als wenn man sich in der Dusche nach der Seife bücken muss, hä? Was stinkt denn hier so? Eddie, hast du gekotzt? Was? Ich kotze doch nicht in mein eigenes Auto. Was zum Teufel stinkt hier so? Ach, ja, ich riech's auch. Das muss Frankie Pott sein. Was? Der Arsch hat dir in den Wagen gekotzt? Ja, nein, er liegt im Kofferraum. Was? Was? Hey, das ist alles deine Schuld, Joey. Ich hab doch gesagt, ich hab noch einen Job zu erledigen. Aber du musst mich abfüllen. Hey, seit wann heißt ein Job zu erledigen, dass eine Leiche im Kofferraum liegt? Hey, entspann dich, Vito, okay? Hey, Herr Spector, wir lassen uns was einfallen. Das ist schon dabei. Wir müssen nur die Leiche vergraben. Ich habe schon guten Platz bei der alten Sternwarte gefunden. Hast du eine Schaufel? Klar, im Kofferraum. Das Loch ist schon ausgehoben. Wir müssen ihn nur reinschmeißen und zuschaufeln. Okay, wo ist das Loch? Außerhalb der Stadt, da gibt's einen Waldweg zu einer kleinen Lichtung. Da ist das Loch. Leg einen Zahn zu, ja? Warte, ich brauch frische Luft. Der verdammte Gestank hier hinten bringt mich noch um. Dann schnell, ich muss kotzen. Scheiße. Wo kommt denn der ganze Mist her? Oh, Scheiße. Ich wusste gar nicht, dass ich Kalamar gegessen habe. Verträgst keinen Schnaps, was? Gut, da wären wir. Vito, mach den Kofferraum auf. Ist das ein Witz? Na toll, ganz toll. Oh, Scheiße, die neuen Schuhe. So eine Sauerei. Oh, Allmächtiger, das stinkt vielleicht. Wie lange liegt der Kerl da schon drin, Eddie? Ach, erst ein paar Tage. Hol ihn allein raus, Vito. Ach, ist ja toll. Den Gestank ertrage ich nicht. Klasse, Begrüßungsparty ist das. So ein Scheiß. Hey, Jungs, hier ist das Loch.
Genau hier. Schmeiß den rein. Das war's. Geschafft. Okay, schütten wir das Loch zu. Wie? Ich schaff das beim besten Willen nicht. Kannst du das übernehmen? Jedes Mal, wenn mir der Gestank von dem Typen in die Nase steigt, muss ich kotzen. Und Eddie ist auch keine große Hilfe. Okay, von mir aus. Hey, Jungs. Wie wär's mit ein bisschen Musik, ja? Ihr spinnt doch alle. Gute Nacht, mein Schatz, ist Zeit. Eigentlich hatten wir uns deine Willkommensparty anders vorgestellt. Aber so sind wir wenigstens an der frischen Luft. Meinst du, das gefällt dir immer noch, wenn ich dir diese Schaufel überziehe? Gute Nacht, mein Schatz. Schalt jetzt bloß nicht um. Sing mit, Eddie. Das ist Dino. Wollt ihr mich verarschen? Das ist mein absolutes Lieblingslied. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Armer Dino. Tut mir leid, Vito. Die Party ist ein bisschen unschön zu Ende gegangen, hä? Jedenfalls danke. Du hast was gut bei mir. Lass Eddies Wagen hier, damit er morgen früh nach Hause kommt. Du bist ein guter Mann, Vito. Ich begleiche die Rechnung morgen. Hey, kommst du noch auf einen Drink mit rein? Schnauze da unten! Habt ihr mal auf die Uhr geschaut? Ah, leck mich, du Schlampe! Na los! Wir rufen ein paar Weiber an. Ab ins Bett mit dir, komm jetzt. Ich ruf dich morgen an, Vito. Gute Nacht.